Ja, hey, willkommen, mein Name ist AnyRollP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. Erstmal die XP zu uns schicken. Bams. Nichts Neues bekommen, geil. Dann wieder zur Kresnik-Insel. Gut, in der letzten Folge haben wir diese Höhle hier betreten, deren Namen mir gerade entfällt. Ruinen von Faldi. Ah. Gut. Wir machen ein bisschen den Hauptstory weiter, weil ich will nicht 80 Stunden hier stehen haben, ohne dass ich irgendwie in der Nähe vom Ende des Spiels bin oder so. Das nervt mich ein bisschen. Und da ist es irgendwie am Leuchten. Ich habe erstmal ein bisschen Stress vor der Aufnahme gehabt, weil mein Mikrofon war ein bisschen am Rumspacken. Da kam die ganze Zeit so ein nerviges und ja, da habe ich erst Panik bekommen, weil das war ein ganz schön teures Mikrofon und das tut jetzt schon so zwei Jahren oder so funktionieren. Und ja, hätte ich ein bisschen blöde. Jetzt hätte ich auf ein Headset oder so zurückgreifen müssen. Aber zum Glück ist nicht mein Mikrofon kaputt, sondern mein USB-Anschluss an meinem PC. Zum Glück habe ich zwei. Und ja, hier in den anderen reingeschickt habe, ging das noch. Also hoffen wir mal, der nicht auch irgendwann kaputt geht, weil sonst kriegen wir Probleme. So, ausgehen habe ich nichts gemacht. Deswegen müssen wir ein bisschen hier uns reinhängen. Und ich hoffe, dass irgendwie meine Stimme und das Spiel irgendwie so einen passenden Ton und so haben von der Lautstärke, weil jetzt schon wieder eine Woche her und jetzt, was ich aufgenommen habe, war Kingdom Hearts und da habe ich, glaube ich, wieder ein bisschen geändert, so die Soundsachen und wie funktioniert das Spiel noch mal. Ich muss das mal wieder gucken, aber okay, den Kämpfen versteht man sowieso irgendwie kein Wort. Eisen ist tot. Warum ist Eisen tot? Autsch. Du frisst das. Man müsste gerade raushauen. Was seid ihr anfällig? Gegen normal, normal, Schwäche, normal. Ist ja der Powertreffer, das ist normal halt, ne? Eisen auf zu verrecken, Mann. Alter, Alter, was ist das? So, komm her. Noch. Nein, habe ich gesehen, dass jemand betäubt war. Vielleicht so nehmen machen sollen. Ich habe also vorhin auch nicht vorhin vor einer Woche oder so, als ich die Höhle betreten habe, hatte ich doch nicht solche Probleme, oder? Da bilde ich mir jetzt nur ein. Ach man, stimmt, Stufe 2 Mystic Arts, die wollte ich ja irgendwie mal sehen. Eisens haben wir ja noch im letzten Moment in der letzten Folge gesehen, fand ich ja sehr gut. Magilo nicht im Team, warum nicht? Dann ist sie wahrscheinlich schon ein hohes Level, ja. Aber Eisen ist wieder am Frecken, deswegen müssen wir sie mal mitnehmen. Außerdem ist Magilo bester Charakter, deswegen. Aber da ist ja offensichtlich, ne? Auf zu zaubern, ich zauber zurück. Hier, boom. Oh Mann. Wenn meine Müsse gerade einsetzen, komm her. Oh Junge, ich finde Seiten hier 49. Sind wir nicht nur erst in den 30ern hier? Ja, ne? L2. Du, komm her. Wir müssen mal wieder gucken, wie das Spiel funktioniert. 1000. Nein, nein, der hat nicht gezaubert. Komm mal, du Eisen. Boom. Boom, boom, boom. Und boom. Gibt's das nicht? Er hat keine Dingens. Ich war gerade mit ihm. Vorhin wollte ich auch seine Mystik gerade einsetzen, aber Kraft bringen. Boom. Wir sind doch, wir sind Level 39 schon. Haha. So wie dazu. Gut. Kraftring. Animalia Ring. Der gibt Altverteidigung. Okay. Nimm du den Kraftring. Oder ja. Ja. Das ist ja kein anderen Ring, deswegen. So, alle anderen sind noch was am haben hier. Warte mal. Gibt irgendwas Art Angriff?
Verteidigung Dingen, es gibt viel Verteidigung, merke ich gerade. Okay. So, boom, weiter. Diese Rüstung, die haben halt irgendwie einen Schrank mit Geschirr umfallen, wenn die sich bewegen. Mach ich doch mal an. Na, habt ihr mich schon gesehen. Der nächste, der mich gleich sieht, ja. Ja, jetzt wird irgendwie. Positiert? Meint ihr positioniert? Da sehe ich was Schönes. Joink, joink, joink. Joink, eine Katztruhe. Oh. 320, langsam werden die doch ein bisschen kostspieliger. Aber ich habe ja immer Seelen, also es hat kein Ding. Eine Truhe ist ja noch. So. Ja, ich sag mal an. Ich finde das so geil. Wie man einen Schrank voller Geschirr irgendwie umschmeißen. Okay. Weiter. Hier gibt es nichts mehr. Kann ich dich von hinten angreifen? Ja. Boom. Na, sie hat keine, ne? Aber ich kriege ja sowieso nicht hin mit den 8 Treffern, also was soll's. Und Lilink und Zink. Boom. Sehr gut. Was seid ihr anfällig? Ihr seid alles gegen normal anfällig. Geil. Also ich könnte eigentlich mit normalen Angriff hier wie blöde um mich hauen. Ich krieg die ganze Zeit L2. Aber er macht ja nicht. Los, Papier! Bomb. Verprügel den mit Papier, was sagt er dazu? Kann man den irgendeinen anderen Rollenspiel nicht machen, oder? Da kriege ich nur diese billigen Sachen. Ich habe bei keinem Gegner bisher hier irgendwie was schon entdeckt hier, also ausrüstungsmäßig. Also den Loot bekommen. Jetzt muss ich sie eigentlich noch als erstes spielen. 24 Mal. Pff. Da kann er noch dauern. Aber langsam aber sicher. Kriegen wir ja alle Titel. So, hier haben wir zwei Ausgänge, was? Hier ist irgendwo ein Ausrufezeichen, ja. Wo? Okay. Feuer. Ja, für sehen gehe ich jetzt nicht extra in die Ecke rein, hallo? Was hat er? Prüfen. Sieht aus wie eine Respektschelle irgendwie so. Futsch. War. Ach nee, oh Gott, Love ist jetzt Spekulation. Den tun wir auch hinterlassen. Also unsere Gruppe. その感覚を否定する必要はない。案外そういうものが真実を導く場合がある。ライフセットの観点でこのフォルディス遺跡を見てみると説明がつくものがあるな。本当？この遺跡の作りは派手さや豪華さよりも 通路や建造物としての堅牢さが優先されているようだ。それはつまり火山性の地震を考慮しているのと、この通路で誰かが暴れるような状況が考えられたってことかな。Vielleicht haben die Gänge die gewalttätig gemacht. Na, da ist zu länger gegangen. Ich randalier.つまりここには通路だけじゃなくて、もっと奥に部屋や施設があるってことだね。 凶悪犯の牢屋とか闘技場みたいなものかな。悲しいと感じた理由はそれで説明できるな。闘技場だとすると
勝者に与えられる宝みたいな何かが隠されてるかもしれないね。なぜ隠してあると思うんだ。だってモザたちがいい人とは限らないし、ここを設計した人は用心深い感じはするから。隠し財宝だ。お前はその隠し場所をどう。二人とも考察は後にして、今はクーマが最優先の。あ、ごめん。 Nachdem ich meinen Tunnel bekomme. Ja, ich werde das ganze Spiel noch darauf rumreiten. Nachdem ich meinen Tunnel bekomme, wenn der zu einer anderen Insel führt. Wenn es diese Insel nicht gibt, dann baue ich sie halt. Okay. Das geht doch gar nicht weiter, sich auf der Karte. Also man könnte sich da durch teleportieren, so wie im Zestiria. Da ging es irgendwie. Konnte man sich auch noch irgendwie durch Gitter oder irgendwie so was durch teleportieren mit dem Windringen? Oder nicht Ringen oder so. Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr habt doch Ahnung. Ich nicht. Ich weiß mal nichts. Saturn-Tasche, die habe ich glaube ich schon, ne? Beuteltasche, ja. Ne, habe ich nicht. Gut. Verlangsamungsfähigkeit plus 1,12 mal. Und eine Truhe, ich wollte Trank sagen. Was? Ne. Ich mein Finger dran gekommen, Entschuldigung. Ah! Gut, warte mal hier. Ach, so eine Puppe. Wo kommt die auf einmal? Ja. Oder er? Sie? Ich weiß es nicht. よむか。え、ああ。よし、俺が読もう。どれどれ。様の霊国さんが可憐な乙女の心に今日も涙雨を降らせている。悔い改めよ。さもなくば我にも考えがある。これが最後の警告なり。 Könnte Edna sein. どんな悪さをしておなごを泣かせてんじゃ。お前で試してやろうか。クボバラクボバラ、ケーキは別バラじゃ。可憐な乙女の涙を見て妹のことじゃない。妹。の、それはありうるぜ。兄貴と離れ離れじゃ妹も寂しいよな。兄貴のことが好きならね。 この手紙をアイゼンの妹が書いたというのですか。随分個性的な感じもしますが。俺の妹はこんな手紙は書かん。なら妹の傍らにおる何者か。というか男が妹の涙を受けてこの手紙を書いたことになる。いや、別に。でも、アイゼン、トゥーテン。紛れ。妹に男が付きまとっているだと。誰だ。今すぐここに連れてこい。Bring ihn her. 落ち着いてください、アイゼン。そんなに心配なら見に行けばいいのに。アイに行ったことはないの？随分前に一度だけ戻ったことがある。なんかファイアが放。俺が帰ってすぐ、付近に人間たちが集まり始め、立ちどころに汚れがあふれ、ゴーマどもが妹を襲った。だからアイゼンのせいなの？汚れの少ない安全な場所を選んで移り住んだ。 人間が簡単には近寄れない険しい山奥だぞ。偶然で済まされる状況じゃないよね。それ以来一度も妹には会っていない。あの、私はノロ様人形を微妙だと言いましたが、意外とその微妙さがいいような気がしてきました。それにもし微妙だとしても、 Hast Edna nicht Normans? Also hast Edna nicht Normans wie die Pest? Warte mal, sag jetzt nicht irgendwie, dass diese Puppen irgendwie dafür sorgen. Weil das war nämlich so, ne? So, an dich komme ich nicht vorbei, deswegen muss ich dich halt töten.
Ich weiß, an den hätte ich locker vorbeikommen können, aber ich muss halt einen Grund haben, den zu töten. Er war hier, ich war auch hier. Wir mussten kämpfen. Kingdom Hearts Logik. Ja. Boom. Ja. Endlich mal. Ich kann meine Wüste gar nicht einsetzen. Und ich habe drei Dinger. Was? Boom. Schon wieder mein Ding voll. Hi. Und dämpft die Rolle. Dün, 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 dün. Und schon wieder die falsche Musik. Verdammt. Und gerade einen Shoryuken gemacht, das sah irgendwie so aus. Und Nintendo auf Capcom gewechselt, ey. Windeseile, ich bin ein wahrer Gamer, was? Ja, nochmal eine Mystikart, Wurf. Und Schlitz und Stich und zack und weg bist du. Boah. Ja, war nervig. Wahrscheinlich hört man kein einziges Wort während den Kämpfen. Das ist irgendwie so komisch. Die Kämpfe sind so sehr viel lauter als alles andere in diesem Spiel. Deswegen finde ich das. Haben sie irgendwie. Ja, okay. Ich glaube nicht, dass Namco Bandai oder Bandai Namco extra hier für Let's Plays hier ihre Spiele programmiert. Aber trotzdem. Wir sollen an uns Let's Player denken, die mehr oder weniger Werbung für eure Spiele machen. Ich hoffe, ja, ich kann da einige Leute hier zum Kauf für dieses Spiel jetzt hier überreden, indem ich es selber spiele. Aber wir müssten Leute meine Videos gucken. Ah! Frust, Trauer, Verzweiflung, Erniedrigung. Die unorthodoxe Hexe, was? Waffenmeisterin, Feldspannmontur. Weil sie viele Sachen gemeistert hat, nehme ich an, ne? Verdammt. Maximal KP. Was gibt denn hier? Warum gibt nichts von diesen Sachen irgendwie Dingens hier? Arzt. Boom. Das gibt SA. 5 Stück. Was? So, Waffenmeisterin. 14%, immer noch 14. Erhöht die Kraft von Arzt basierend auf ihrer Sternstufe. Ja, wir sind alle bald. Also bei 50 Dinger kriege ich ein Trophäe jedes Mal. Wie ein Charakter. Wenn er gut hat, die Trophäen, also die Zeichen für die Trophäen jetzt nicht. Keine Ahnung, bei den anderen Tests aufspielen war es immer so. Ach, verdammt, jetzt eine Sackgasse. Wurde eigentlich nicht schlecht. Bei den ganzen Tales aufspielen, weiß ich nicht, da gab es immer nur 3 verschiedene Designs für die Trophäen. Da finde ich ein bisschen doof. Das scheint hier in dem Spiel nicht mehr so zu sein. Also weiß ich nicht. Die Bronze-Trophäe, weiß ich nicht. Hier in Tales of Grace F hier, das Zeichen auf dem Logo zum Beispiel. So sah die Trophäe aus von dem Spiel und. Ja, wo so eine Bronze, eine Silber und eine Goldtrophäe war, hat er auch die entsprechende Farbe gehabt. Also es gab eigentlich nur, ja, und die Platin-Trophäe natürlich, die sah auch wieder ein bisschen anders aus. Es war eigentlich immer nur dieses eine Zeichen, dieses eine Logo. Da fand ich ein bisschen faul. Weil ich jetzt auch gleich irgendwie einen Kreis nehmen können und den irgendwie Bronze, Silber oder Gold machen können für jede Trophäe. Aber hier scheint jede Trophäe ein eigenes Zeichen zu haben, was ich sehr viel besser finde. Und da ist das Geobot-Teil. So. Dich werde ich jetzt sowas von damit töten. Natürlich nicht. Bin schon klar, ich kann nur schwächere Gegner damit töten. Aber trotzdem. Leid. Gut. Tschüss. Oh. Gerade mitten, aua, was zum Teufel? Wir sehen, wie weit er mich vergauen hat. Oder nie gesehen, dass ein Gegner mich so weit vergauen hat. Ich scheine aber auch allgemein nicht so viel durch die Gegend zu fliegen wie in anderen Tests aufspielen. Ich glaube, jeder kann. Ich glaube, ich habe irgendwie so ein Glazid oder Ventid oder wie auch immer die Dinge heißen, den ich irgendwie mich in der Luft erholen kann.
aber irgendwie kommst irgendwie nie zu dieser Situation. Läuferglück, neue Schuhe für die Damen. Für dich vielleicht, weil du hast noch nichts Neues. Das ist schon wieder dieses Notdingenskirchen. Die schnelle Schritte. Ach, ihr habt alle eure Stiefel schon fertig. Meine Güte. Hier lang, ne? Von einer unbekannten Macht versiegelt. Wahrscheinlich steht da so ein Stuhl irgendwie so davor. Ich stelle mir nur so gerade vor. Nein, eine magische Barriere schützt diese Tür. Wir können sie nicht öffnen. Und dann steht da auf der anderen Seite nur so ein Stuhl irgendwie, der irgendwie den Türknopf blockiert. Irgendwie so einen billigen Cartoon oder irgendwie so. Oder vielleicht steht da einfach nur jemand und tut den Türknopf irgendwie zu. Irgendwie so was. Gut. Ich gerne mal einen Speicherpunkt. Naja, ich kann ja das hier jetzt nehmen. Ah. Jetzt gerne mal wieder einen Speicherpunkt. So, eine Truhe gibt es hier noch. Wo kann der sein? Ich war nur eine Frage Zeit, bis das passiert. Aber ich habe gedacht, es würde ein bisschen länger dauern. Und friss Feuer. Wurf. Oh, what? Eisen ist echt voll die Glaskanone. Ne? Oh Gott. Oh, tschüss. Wo passt eigentlich, ne? Für so ein Pechvogel halt, ne? Entschuldigung, ich meine Sensenmann oder Schlitter. Schlitter, meine Güte. Spiel hat Spiel, weiß ich nicht. Ein halbes Jahr. Sollte sowas eigentlich wissen. Aber lass mich. Also ja, was ich sagen wollte, Schnitter halt. Kann viel austeilen, aber auch viel einstecken. Wenig einstecken. Wegen seinem Fluch halt, ne? Ja, so der Typ, der wird irgendwie russisches Roulette spielen. Dann ohne eine Kugel in der Pistole und wird trotzdem erschossen werden. Jo, ist Level 40. Oh geil. So. Hast du alle Westen? Ja. Die Männer haben alle Westen komplettiert. Gut. So, 500 Artverteidigung. Was? Ah, die bunte Weste, die gibt viel Art Angriff. Viel Angriffskraft und wenig Verteidigung. Soll ich jetzt seine Stärken ausbauen oder? Das ist jetzt die Frage, ne? Er braucht aber ein bisschen mehr, weil er halt. Er kriegt doch Angriffskraft dadurch. Lassen wir das erstmal. Ja, lassen wir das. Noch irgendjemand hier. Gürtel. Kraft von Seelenbrecher. Erfahrung durch Siege über halbmenschliche Gegner. Lerngeschwindigkeit von Ausrüstung. Ja. Mal ein bisschen so auf die Werte achten. Wohl, wenn sie sowieso nicht im Kampf beteiligt ist, ne? Uff. So, war's auch, ne? Jo. Okay. Du Mistkerl. Ist einfach so von mir aufgetaucht. Kampf? Kampf. Ey. Wie Viecher, sind auch diese Magier, die können ja nichts leiden, weil die uns so schnell kaputt hauen können, wenn ich nicht aufpasse. Au, 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 genau so. Was ist einer betäubt? Ich töte ihn. Oh, geil. Und zack, boom. Und ich habe gesagt, Müsigard. So. Ich kann das fragen. Was? Ah!
Also dieser Angriff, der mich so wegwirft. Ja, sehr gut. Ich glaube, ich habe noch nie in irgendeinem Tales of Spiel so viel Mistgard eingesetzt wie in diesem Spiel. Ich dachte früher, Tales of Graces F war irgendwie sehr häufig dran, was hier Mistgards oder ja, Mistgards heißen die auch da, ne? Der japanischen Version heißt die Blast Kaliber, glaube ich. Eisen ist tot, was? Okay. Ja, der Schnitt halt, ne? Er läuft irgendwie zu Lapis hinten direkt. Dann ist da irgendwie so ein Kreis, so ein Magierkreis. Ja, typisch Eisen, benimmt dich. Habe ich gerade 666 abgezogen. Okay, jetzt wird es wieder gruselig. So. Ich habe den Schrank umgekippt, oder? So. Ist mir ein bisschen unsicher hier mit dem Teil rumzulaufen. Ja. Willst du? Ist Problem oder was? Sieht so komisch aus, wenn sie jetzt anmacht. Was? Kein Monster, aber einfach nur ein Ausrufezeichen. Was? Okay, wollte schon. Das ist kein Monster, das ist das Ausrufezeichen. Das sieht. Wie ist das nochmal? Wow, die Entdeckerzone. War das das? Mit diesen sprechenden Ausrufezeichen, Fragezeichen und Punkt. Hier singen sich einige Leute, die Serie nicht kennen. Was labert der da? Ah, nee, da waren Ausrufezeichen, ein Fragezeichen und ein Punkt, die einen irgendwie über Themen aufgeklärt haben. Ah, okay. Und wir dahinter ist ganz Speicherpunkt. Dann gehen wir neu hin jetzt. Nicht von der anderen Seite hier. Design von diesem Dungeon hier kommt mir auch schwer so bekannt vor. So Tales. Aha, ich bin unsichtbar. Ich werde mich nie sehen. Was? Überraschungsangriff? Wie geht denn das überhaupt? Ja, was ich sagen wollte, das Design von dem Dungeon kommt mir schon wieder so bekannt vor. So Tales of Hysteria mäßig, aber dann sage ich, glaube ich, über jedes Dungeon, über was ich hier stolper. Dann ist er wahrscheinlich überhaupt nicht so. Oh, lasst mich. Ich muss doch einige Parallelen zu diesem Spiel geben. Wahrscheinlich gab es auch schon einige viel offensichtlichere Parallelen der Anspielungen, die ich einfach nicht bemerkt habe, weil ich doof bin. Aber naja. Pff, das ist doch blöd, wie ich genau aufgetaucht, als ich mein Feuer angefangen gesetzt habe. Sehr gut. Ja, da konnte ich, oder auch nicht. Ja, gut. Am Anfang hatten wir noch Probleme mit den Gegnern, ich so gefühlt. Jetzt haben wir die alle weg. Also Eisen hat Probleme, weil er da gestorben ist. Aber jetzt läuft es doch wieder, ne? So, boom. Da müssen wir hin, ne? Mein Gott. Hört auf, euch unsichtbar zu machen und euch von mich überraschen zu lassen. Wie geht denn das überhaupt? Oh, mehr und mehr Kombos. Noch eine Combo. Alter. Wenn ich jetzt vier Dinger gehabt hätte, hätte ich locker zwei Mistgard einsetzen können, falls sie überhaupt eine hat. Ich glaube, bei ihr ist nämlich noch nicht der Fall. Was so? Was? War Auferstehung? Ja, welcher? Stimmt, gibt's ja auch noch. Der Beidhändige. Das war diese. Mann, Level 40 oder ja. Zweite Wirkung. Boah, Level 80. Wir sind noch nicht mal die Hälfte des Spiels. Vielleicht sind wir bei der Hälfte des Spiels, ich weiß es nicht. Und ich bin erst Level 40. Es geht wahrscheinlich wieder bis Level 200 noch irgendwas, ne?
250, 200 oder 900. Also 200 ist so meistens das Maximum. Manchmal 250 oder 255. Man, in den meisten ist es 200. Die haben wir kaputt. Schlimmsten Albträume. Das sind viele Gegner. Und diese vielen Gegner schnappen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen würde. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.